YouTube ändert mal wieder fleißig seine Funktionen, die erste Hearthstone-Erweiterung erscheint im Juli und Tezos zweiter Content-Patch ist nun live. Und damit herzlich willkommen zu Update, der Gaming-News-Show. YouTube hat mal wieder einige Änderungen durchgeführt und weitere sind noch geplant. Neben einer groß angelegten Löschung inaktiver Accounts wurde das Design ein wenig angepasst, das YouTube Creator Studio eingeführt und eine Option für 60 FPS in den Player soll auch bald kommen. Gerade für Content Creator, die im Bereich des Gamings tätig sind, ist die Einführung von 60 FPS ein wahrer Segen, denn nun müssen sie nicht mehr in den 30 FPS, die bisher da sind, hochladen. Dadurch wirken die Videos flüssiger und haben weniger Bewegungsunschärfe. Außerdem soll in naher Zukunft ein Spenden-Button für jeden Kanal eingeführt werden, sodass Zuschauer den Videomacher direkt unterstützen können. Er soll wie beispielsweise auch bei Patreon, Subbable oder auch Twitch funktionieren. Weitere Details stehen aber noch aus. Wenn ihr meine Meinung oder etwas ausführlichere Informationen dazu haben wollt, empfehle ich euch einfach mal meinen anderen Kanal, da habe ich das Thema nämlich schon besprochen. Hearthstone-Spieler müssen schon eine geraume Weile auf neue Karten im Spiel warten. Doch die Leidenszeit hat bald ein Ende. Laut Angaben der Entwickler im offiziellen Forum ist der Release der ersten Erweiterung der Fluch von Naxxramas für Juli geplant. Hiermit werden nicht nur rund 30 neue Karten ihren Weg ins Spiel finden, es wird auch einen neuen Spielmodus geben. In dem kämpft ihr gegen die verschiedenen Bosse der Nekropole und könnt dadurch die neuen Karten freischalten. Vor wenigen Tagen wurde auf Reddit zudem ein Leak bekannt, in dem man viele neue Informationen rund um die neuen Karten und Bossmechaniken sehen konnte, geben aber dennoch einen guten Eindruck in die Erweiterung. Ich denke, dass eine Erweiterung langsam wirklich überfällig ist. Seit Herbst letzten Jahres, wo das Spiel in die Beta gegangen war, gab es keine neuen Karten und entsprechend gab es nichts Neues zum Experimentieren. Ich hoffe für die Zukunft, dass deutlich schneller neue Karten ins Spiel kommen, denn ein TCG lebt nun mal von diesem sich konstant verändernden Metagame. Dass sie nun mit Bosskämpfen eingeführt werden, finde ich gut. Jetzt fehlt nur noch eine Möglichkeit, mit Freunden zusammen gegen diese Bosse zu spielen. Und auch in The Elder Scrolls Online hat sich mal wieder etwas getan. Dort wurden letzte Woche Patch 1.2.3 auf die Server aufgespielt und mit ihm kamen ein paar nette Änderungen. So gibt es nun einen FOV-Slider für die Ego-Perspektive, der zwischen 70 Grad und 130 Grad eingestellt werden kann und das Spielerlebnis verbessern soll. Waffen und Ausrüstungen in der Welt sind nun realistischer und können aufgehoben werden und sogar angezogen werden und die Lichteffekte sind nochmal erheblich verbessert worden. Außerdem wurde eine neue Instanz ins Spiel implantiert. In der Krypta der Herzen ist der Lich Nirianeth zurückgekehrt, um den gefangenen Geistern weitere Qualen zuzufügen. Eure Aufgabe ist es nun, euch durch die Horden von Daedra zu schnetzeln und die Seelen zu befreien. Der Dungeon ist für Veteran Rang 12 ausgelegt. Was soll ich dazu noch großartig sagen? Updates und Content-Patches sind in Spielen immer eine gute Sache. Und dass hier zusätzlich die Welt realistischer gemacht wird, ist auch nicht gerade das Schlechteste. Daher ein sehr guter Patch. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den heutigen Themen in die Kommentare. Was haltet ihr von der 60 FPS-Funktion bei YouTube? Werdet ihr euch die neuen Karten in Hearthstone erspielen? Und was denkt ihr über die nun realistischere Welt von Tezo? Mein Name ist Darion und das ist Update, eure Gaming News Show, damit ihr immer up to date seid. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.